Hallo? Was? Rückgespräch. Moment. Steph, los, ja, Ferngespräch. Ich kenne absolut niemanden, mit dem ich Ferngespräch habe. Cleveland. Cleveland wer? Speed, er ist in Cleveland. Ach was. Dein Freund Speed. Wie kommt denn der nach Cleveland? Er ruft auf unsere Kosten an, Ehrgespräch. Das heißt, er braucht Geld. Du weißt, was du ihm zu sagen hast. Weißt du's? Ja, ja, ja. Ah! Wann wirst du dir endlich abgewöhnen, den Apparat in den Eisschrank zu stellen? Noch nie was von Mittelohrverfrierung gehört? Hallo, ja. Hier ist Dash Selkirk. Ja, Süße, ich nehme das Gespräch an. Hallo. Speed! Junge, wie kommst du denn nach Cleveland? $40, bist du verrückt? Jerry und ich mussten letzte Nacht eine Mietparty veranstalten. Junge, du, da hast du was versäumt. Ja, Mietparty. Um das Geld für die Miete einzutreiben. $2 pro Kopf Getränke frei. Du, Speed, pass mal auf, was mir dabei eingefallen ist. Hör mal zu. Speed, Moment. Das ist eine Hippie-Fuge. Stash, das kostet unser Geld. Speed, wir sind völlig pleite. Ja, Speed, ich weiß, aber Jerry und ich mussten letzte Nacht eine Miet... Was? Ach so, na ja, wenn das so ist, dann... Jerry? Nein! Speed braucht $40 Kaution. Und wir brauchen $60 Miete. Sag, wie spät ist, hä? Speed, wie spät ist denn? Der ist doch in Cleveland. Na, da gibt's doch auch Uhren. 9.15 Uhr, danke. Was? Morgens? Oh Gott. Ja, Speed. Ist der Schuhe denn das Aspirin? Hä? Aspirin. Ja, Speed. Maria hat letzte Woche ein paar gebraucht. Und du hast dir die ganze Flasche gegeben? Ja, sie wollte einen Kuchen backen. Ja, Speed, ja. Mit Aspirin? Das war für eine Orgie, sie hatte kein Gras mehr. Was? Ich meine Haschisch. In einem Kuchen? Jerry, wie kannst du Speed in Cleveland im Knast sitzen lassen? Hallo, Speed. Die 3 Minuten sind um. So kann ich das. Ah. Mein Gesicht verbogen. Jerry, wer hat dich letztes Jahr nach der Volkssängerschlägerei rausgeholt? Und wer hat mich reingebracht? Stash, wie kommt denn hier eine Flasche Whisky her? Für $2 pro Kopf kannst du nicht nur italienischen Rotwein ausschenken, Jerry. Alles, was Speed braucht, sind $40 Kaution. Wir haben letzte Nacht so viel Geld mit der Party verdient. Du hast genug für die Miete, selbst wenn du für Speed 40... Soll ich dir sagen, was dein Unglück ist? Nein. Also gut, gib ihm die $40. Aber das letzte Mal. Und 1,83 für die telegrafische Überweisung? Du weißt, wie man Kaution überweist, ne? Sag mal, Jerry, hältst du das für hygienisch? Ich halte das für sicher. Dash, ist alles weg? Alles weg, bis auf $3. Ja, deine Hose ist eben doch kein Safe. Ich muss es verloren haben. Na los, such, Mann, los! Stash, wie viel Whisky hast du gestern Abend gekauft? Geh bloß nicht auf mich los. Du hattest das Geld in der Familiengruft. Ich habe die Leute mit der Rechnung dahin geschickt, wo du mit der Flasche gesessen bist, und du hast die Kiste bezahlt. Oh, Stash, weißt du, wofür die Miete draufgegangen ist? Hm?
Für eine Kiste Whisky für die Mietparty. Oh Gott. Das habe ich nötig gehabt, mir von dir eine Mietparty einreden zu lassen. Naja, jedenfalls, es war eine super Party. Ja. Und was machen wir jetzt? Noch eine Mietparty. Die Plakate hängen ja noch da. Gute Nacht. Besser als Rotwein. Verdammten Nichtskönner. Alles, was Sie machen, ist Mist. Da, schau dir das an. Und das da. Und das da. Totale Auflösung. Was habe ich dir gesagt, als ich dir erlaubte, hier einzuziehen? Was hast du mir gesagt? Keine Mädchen außer übers Wochenende. Und heute ist Montag. Ja, dann lass mich doch weiter schlafen, wenn Montag ist. Los, aufstehen. Bitte nicht jetzt, bitte noch 3 Minuten. Die Party ist aus. Oh, Verzeihung. Das Bad ist dort, nicht wahr? Guten Morgen. Hey. Gehört das da Ihnen? Oh, danke. Los, schafft sie raus. Aber sie gehört mir doch nicht. Nein. Aber Jerry, sieh mal, die Bude ist die ganze letzte Nacht im Alkohol geschwommen. Da ist die arme Person bewusstlos geworden. Ach, im Nachthemd, was? Ach, das war ein Nachthemd? Stash, damit, dass du Fragen mit Gegenfragen beantwortest, machst du mich nicht blöd. Sieh mal, Jerry, ach was, wir fliegen doch heute sowieso raus. Aufstehen! Nein. Hörst du? Nein. Ich habe schon immer nach einem Anlass gesucht, von hier zu verschwinden. Hast du? Na schön. Ich habe deine ewige Herumlungerei bis daher. Ist das ein Anlass, ha? Ich lungere nicht herum. Ich bin Tonendichter. Ich warte, bis ich eine Inspiration habe. Ich habe es nicht nötig, Tag und Nacht auf einem alten Stück verbeulten Blech dran rumzuhämmern. Ich weiß, dass ich Talent habe. Natürlich, Tondichter, das habe ich ganz vergessen. Du bist groß im Anfangen von Songs. Das ist kein Song, das ist eine Fuge. Also schön, bitte dann groß im Anfangen von Fuge. Du Anfänger. Was versteht ein Metallarbeiter wie du schon von Musik? Warum verschwindest du nicht endlich? Du niemand. Fang bloß nicht an, Minderheiten zu attackieren. Würde mir bitte jemand meine Tasche geben? Wissen Sie, ich könnte aus meiner Tasche leben. Danke. Hallo. Wie heißen Sie, Schätzchen? Kitty Dexter. Oh, sehen Sie die Sonne. Ist das nicht ein herrlicher Tag? Kitty, würden Sie mir einen Gefallen tun? Gern, Mr. Landau, ich wäre glücklich. Dann schaffen Sie Ihren Lustkörper von hier weg. Was? Sind Sie taub? Ich höre sehr gut, Mr. Landau. Ich habe Ihnen die ganze Nacht während der Party zugehört. So, sagen Sie, was glauben Sie, was Sie hier machen, hä? Ich wohne hier. Ach so. Was machen Sie hier? Ich bringe dich um. Ich habe Sie noch nie gesehen. Hören Sie mal zu, mein Kind. Es ist mir völlig egal, was er Ihnen gesagt hat. Ziehen Sie sich an und raus. Möchten Sie Ihre Quittung sehen, Mr. Landau? Meine was? Über 60 Dollar. 60 Dollar? Aha, dort ist es hingekommen. Naja, ich gebe ja zu, sie sieht ganz nett aus. Aber doch nicht für 60 Dollar. Er hat mir keine 60 Dollar gegeben. Ich gab ihm 60 Dollar. Was wollen Sie uns da einreden? Ach. Ach. Ist das Ihre Handschrift? Ha, ich halte es. Mietbetrag für das rückwärtige Zimmer, ein Monat 60 Dollar, heute bezahlt von Kitty Dexter, 18.05.68, Jerry Landau. Ist das seine Handschrift? Aha. Na, also. Ha! Hören Sie zu, Kind. Heute Nacht war ich völlig blau. Sie können doch hier nicht wohnen. Gut, dann geben Sie mir mein Geld. Ich habe es nicht.
dann bleibe ich. Hören Sie, Kind. Nein, hören Sie. Wenn Sie mich rausschmeißen, komme ich mit einem Polizisten zurück. Was reden Sie da? Geldannahme unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. Davon rede ich. Gute Nacht allerseits. Stash. Stash, wir müssen Sie hier rausbringen. Warst du jemals im Gefängnis in der Court Street? Nein. Ich bin sicher, es wird dir dort gefallen. Na, jedenfalls werde ich dort allein sein. Zu acht in einer Zelle, mit lauter Niemanden, bestenfalls. Entschuldige, Stash, du bist kein Niemand. Du bist ein Riese. Ein Mini-Riese. Hörst du? Wenn Sie nicht sofort aufhören, mich zu belästigen, rufe ich einen Polizisten. Bitte zuknöpfen, Mr. Landau. Wie lange brauchen Sie, um das andere Zimmer für mich zu räumen? Sagen Sie, wer hat Sie gestern Abend hier eingeladen? Niemand. Auf dem Plakat unten steht, helfen Sie uns die Miete zahlen, jedermann willkommen, $2. Also sind wir gekommen. Wir? Und mein Begleiter. Er ist weggegangen. Warum sind Sie nicht mitgegangen? Bin ich ja, um meine Sachen zu holen. Als ich wieder herkam, schliefen Sie in meinem Zimmer. In Ihrem Zimmer? Ja, 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 schon gut. Hören Sie zu, Kind. Kitty. Kitty, hören Sie zu. Heute Nacht war ich blau. Ultramarinblau. Ich hatte keine Ahnung, was ich sagte. Oh, Sie sagten, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das Dunkelheit erzeugt. Und wenn der Künstler nicht dauernd Löcher in das Dach sprengt, wird bald niemand mehr wissen, dass darüber ein Himmel ist. Du mit deinem verdammten Whisky. Hören Sie zu, Kitty. Dies hier ist kein frommes Jungfernhospiz. Wenn Sie hier wohnen, müssen Sie mit uns schlafen. Schlafen? Klar. Mit beiden? Ja, natürlich. Wir wohnen ja alle beide hier. Na schön. Verrückt. Moment, warte einen Augenblick, ne? Der Künstler muss jede Erfahrung, die er sammelt, als ein Tribut betrachten, den er der Kunst zollt, sagten Sie gestern. Hören Sie, ich habe satt, mir anzuhören, was ich gestern Abend gesagt habe. Hallo, vielleicht könnten wir eine Orgie veranstalten. Ich weiß, dass Maria heute Nacht ganz bestimmt frei hat. Auskunft, bitte können Sie mir die Nummer der Klosterschule in St. James geben? Hören Sie zu, Kind. Sie können hier nicht wohnen. Ich bin Bildhauer. Ich bin auch Bildhauer. Ich kann nicht arbeiten, wenn mir jemand im Weg ist. Mir ist sie nicht im Weg. Halt's Maul! Aber du bist es. Wie kann ich Ihnen im Weg sein? Ich will etwas von Ihnen lernen. Als ich gestern Abend hierher kam und gesehen habe... Oh. Was ist denn los? Ihre heilige Johanna. Da läuft mir die Gänsehaut über den Rücken. Ungeheuer. Diese Kraft des niemals Aufgebens, des unbesiegbaren Geistes. Ich werde so eine Bildhauerin sein. So, Sie werden eine Bildhauerin sein? Ja, davon träume ich. Und als ich gestern Abend hierher gekommen bin... Wie alt bist du, Kind? 21. Ich war 12, als ich von zu Hause weglief. Zu einem Grabsteinmacher. Ich habe die Toiletten in der Akademie geputzt, nur um mir das Schulgeld zu verdienen. Ich habe Blut gespendet, um mir das erste Stück Marmor kaufen zu können. Und du, nur weil du dein Köfferchen packst und hierher kommst, soll ich verpflichtet sein, dich zu unterrichten? Ja, ja, schon dich, schon dich, schon dich. Wir werden sowieso gleich rausgeschmissen, wegen Nichtbezahlung der Miete. Das glaube ich Ihnen nicht. Wäsch! Ja, ja, er hat recht. Aber Sie haben doch gestern das Geld aufgebracht. Und versoffen. Nun, was ist mit den $60, die ich Ihnen gegeben habe? Haben wir auch versoffen, nehme ich an. Herrlicher Tag heute, was? Schauen Sie sich die Sonne an. Können Sie die Miete nicht bezahlen? Rufen Sie einen Polizisten, lassen Sie mich fahren. Was soll ich bloß tun? Zurückkehren, woher Sie gekommen sind. Eher springe ich aus dem Fenster. Das ist nicht hoch genug. Am Ende brechen Sie bloß das Bein. Jerry, was mit Frühstück? Ja, oh, ich mache es. Sie machen gar nichts. Ich decke den Tisch. Hier wird kein Tisch gedeckt. Wir stellen zwei Gläser auf den Tisch. Zwei? Das habe ich gestern Abend gar nicht gesehen. Es ist ein Mobile. Jetzt weiß ich endlich, was das ist. Eine Seele, die aufwärts fliegt. Wie nennen Sie es, Mr. Landau? Nummer 19. Klingt genau richtig. Was wird mit all Ihren Arbeiten geschehen? Die schenke ich dem Weißen Haus. Ich kriege dafür den großen Steuernachlass. Bitte, bitte sagen Sie es mir. Wen interessiert das schon? Mich.
Wer sind Sie? Ihre Schülerin. Kind, der Hauswirt kann jeden Augenblick kommen, um uns rauszuwerfen. Warum gehen Sie nicht weg? Jetzt gleich. Und wohin? Na, wo leben Sie? Hier. Aha. Und wo haben Sie gelebt, bevor Sie hierher gekommen sind? Ich habe nicht gelebt, bevor ich hierher gekommen bin. Ich wurde gestern Nacht geboren, als Sie zu mir sagten... Wollen Sie endlich vergessen, was ich Ihnen gestern Nacht gesagt habe? Aber deshalb bin ich doch hier. Stash, komm raus. Frühstück ist fertig. Ich auch. Ah, Mademoiselle war ja noch bei uns. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ich war mal Schlagzeuger auf der Ile de France. Das war ein wildes Leben. Da hatten zwei Damen eine Kabine. Zuerst machten sie das ganze Orchester durch, dann die Stewards, dann die Ober. Nach dem ersten Tag ging ich nicht einmal mehr zum Essen aus den Betten. Ein bewegtes Leben. Komm, komm, komm. Gieß dir das ins Maul hier, damit dir dein blödes Lachen erstickt. Auf das größte Scheusal in Greenwich Village. Bitte sehr. Ist was? Könnte ich vielleicht etwas Kaffee haben? Natürlich. Und etwas Schinken mit Ei und etwas Kaviar. Und Jerry, alles, was sie gesagt hat, war... Ich weiß genau, was sie gesagt hat. Hör mal zu, mein Kind. Ich werde dir deine 60 Dollar wieder verschaffen und du kannst dich in die Kunstklasse des presbyterianischen Jungmädchenvereins einschreiben lassen. Oh, Mr. Lander, machen Sie sich wegen der Miete keine Sorgen mehr. Ich habe mir gerade überlegt, wo ich das Geld hernehmen kann, das wir brauchen. Ich werde einfach mit Leuten schlafen. Verrückt. Hör mal. Auf diese Art können Sie die Wohnung behalten. Ich werde unter Ihrer Anleitung lernen und jedes Mal, wenn wir Geld brauchen, werde ich... Schluss jetzt. Wenn Sie Ihr Blut verkaufen konnten, um Bildhauer zu werden, warum darf ich meinen Körper nicht verkaufen? Weil ich aus diesem Atelier keinen Puff machen lasse. Aber doch nicht hier. Ich mache das in der Wohnung von anderen Leuten. Hier wird nur gearbeitet. Ja, 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 ich meine künstlerisch. Geheim, Kind. Mr. Lando, ich kann nirgendwo hingehen. Ich habe kein Geld mehr. Hier sind 3 Dollar. Und such dir von hier irgendetwas aus, von dem du glaubst, dass du es für 60 Dollar verkaufen kannst. Warum kann ich nicht zum ersten Mal in meinem Leben etwas tun, was dafür steht? Egoist! Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal glücklich sein würde, wenn der Hausherr kommt. Er ist nicht berechtigt, die Miete vor 6 Uhr abends zu kassieren. Vergiss nicht, es ihm zu sagen. Wir sind in die vom letzten Monat auch noch schuldig. Okay, Mr. Kessler, ich komme. Guten Morgen, Mr. Landau. Ja, wer sind denn Sie? Bernard Colby, ich war gestern Nacht auf Ihrer Party. Ja, zum Teufel, weiß denn niemand, dass sie aus ist? Entschuldigen Sie bitte, aber ich kam gestern mit einem Mädchen und... Ich... Kitty! Es ist Bernard Colby, meine Begleitung von gestern. Kitty, was tust du hier? Ich trinke mein Frühstück, siehst du das nicht? Kitty, weißt du, dass deine Mutter dachte, wir seien durchgegangen? Du meinst, sie hat es gehofft? Sie hat gesagt, du seist vielleicht hierher zurückgekommen. Ich habe gedacht, sie ist, entschuldige bitte, übergeschnappt. Das ist charakteristisch für meine Mutter. Sie schnappt nicht über. Ach, und jetzt haben Sie kein Heim mehr. Sie Waisenkind. Aber sie hat ein wunderbares Heim und eine wunderbare Mutter in Jersey City. Wo ist dein Koffer? Bernie, würdest du bitte verschwinden? Kitty, ich habe heute Morgen die Schule geschwänzt. Nur um... Hier. Oh, Mr. Lander, ich wollte ich doch... Ich habe Mutters Wagen vor dem Haus. Gehen wir. Lass den Koffer stehen! Kitty, wie kannst du das deiner Mutter antun? Sie ist eine Witwe. Ja, wie eine gewisse Art von Giftspinnen, schwarze Witwen. Kitty. Hör zu, mein Kind. Langsam geht ihr mir beide bis daher. Du und dein Wo sind meine verfluchten 60 Dollar, sie Mistbock? Mein Gott, welche Ausdrucksweise. Man muss hassen, um ein Künstler zu werden. Ich habe genug Hass, um mir Michelangelo zu sein. Und Sie werden mich nicht daran hindern. Kitty. Noch du oder meine Mutter. Ich bleibe hier. Sag das meiner Mutter von mir, Bernard. Sag's mir doch selbst. Ach, das hätte ich mir denken können. Entschuldigen Sie, dass ich hier eindringe. Ich gehe in einer Sekunde. Wenn ich um 12 nicht zurück bin, kriegt mein Oberkellner einen Nervenzusammenbruch. Ich wollte Ihnen nur danken, dass Sie meine Tochter aufgenommen haben. Ich habe sie nicht aufgenommen. Sie missverstehen die ganze Sache. Sie ist ihm... Oh, ich glaube, ich ziehe mir erst mal was an. Hm? Verrückt. Wenn sie hier mit Ihnen glücklich ist, bin ich es auch. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Außer Adieu. Adieu. Ja, meine Dame, Sie verstehen das Ganze falsch. Was hat sie denn schon zu Hause, außer ihrem eigenen Schlafzimmer, ihrem eigenen Wohnzimmer? Und keine Schlösser an den Türen. Und unbeschränkten Kredit in allen Läden. Und was hast du gesagt, dass ich in ein anderes College wollte, in eine andere Stadt? Du bist in einer anderen Stadt.
Gratuliere. Danke. Sagtest du nicht, dass du es eilig hast? Eigentlich solltest du mir gratulieren. Von jetzt an lebe ich für mich selbst. Leb wohl. Leb wohl. Sie meinen das doch nicht so, Mrs. Dexter. Natürlich tut sie das. Natürlich tue ich das, Bernie. Sie hat ihr Zuhause verlassen. Sie ist für mich gestorben. Sie und Gott sind meine Zeugen. Du kommst zu spät ins Restaurant, Wenn ihr was zustößt, mich geht's nichts an. Stimmt. Wenn sie hungert, lass sie verhungern. Ich bin glücklich zu hungern, wenn du bloß nach Hause gehst. Ich wette, du hast nicht einmal ein Frühstück. Aber ich hatte ein wunderbares Frühstück. Sie hatte ein scheußliches Frühstück. Nehmen Sie sie mit nach Hause, meine Dame. Füttern Sie sie und lassen die Schlösser an die Türen machen. Mischen Sie sich da nicht ein. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Restaurant ist, das Sie führen. Aber die Erziehung dieses Mädchens da ist Ihnen komplett misslungen. Als Mutter, meine Dame, sind Sie ein absolut inkompetenter Idiot. Moment mal! Er hat vollkommen recht, Bernie. Sie sind ein sehr verständnisvoller Mann, Mr. Landau, Jerry Landau. Mr. Landau. Ich mag Sie. Das freut mich, er ist nämlich mein Liebhaber. Ihr was? Mr. Landau und ich, wir wohnen zusammen. Kitty, vor deiner Mutter. Sei nicht kleinlich, Bernie. Schließlich sind wir in New York. Wir alle drei. Dich werde ich lehren. Du! Hey, hallo, Jerry! Jerry! Was hast du mitgegeben? Das nächste Mal breche ich dir die Finger. Warum das nächste Mal jetzt? Warten Sie im Wagen, Burnett. Du bist ein verlorener Mensch. Ich wollte, du gingst verloren. Mit diesen Mistkerlen. Schlaf. Ich habe nicht mit ihr geschlafen. Mistkerlen? Noch dazu, was sie mit mir verabredet war. Dieser Mann, da ist zufällig ein ganz, ganz großer Bild. Ruhe jetzt! Ich habe ihre Tochter nicht mal angerührt, Madam! Wenn mein Mann am Leben wäre, er würde sie in 2 bis 3 Stücke reißen. Und er war nur halb so hoch wie sie. Mrs. Dexter, ich bin sicher, da gibt's eine Erklärung. Sicher, sie ist ein Flittchen. Mrs. Dexter. Der da ist ihr Liebhaber. Und der ist ihr Liebhaber. In der ersten Nacht, die sie von zu Hause fort ist. Hallo. Sag mir nicht, wer die da ist. Hör mal. Ich höre. Sie sind ja krank. Versuchen Sie bloß nicht, mich nach Jersey City zu expedieren. Was ist denn los? Gar nichts. Soweit er mich betrifft, hat der ganze letzte Tag überhaupt nicht stattgefunden. Mehr als krank. Das ist ja bereits eine Seuche. Oh, was hat sie denn für eine? Ich muss nämlich sehr vorsichtig sein. Mr. Landau, bitte, kann ich etwas Tusche haben? Na, sie stellt sich dahin, erzählt ihrer Mutter Stash und ich hätten was mit ihr. Ja, und? Was heißt ja und? Na ja, ist das alles. Warum kommst du so früh am Morgen eigentlich hier herunter? Du hast doch gesagt, dass du den Schweißapparat schon in aller Früh brauchst. Wen? Der Rick-Schweißapparat. Du hast ihn doch heute Nacht gekauft. Erinnerst du dich nicht? Stash! Jetzt weiß ich, wozu ich das Zimmer vermietet habe. Ich habe $60 gebraucht, um mir Ricks Schweißapparat zu kaufen. Hört, hört. Bitte, kann ich etwas Dusche haben? Du gehst nach Hause. Hör mal zu, Arlene. Rick wird doch eines Tages das Demonstrieren aufgeben und wieder nach Hause kommen, um zu arbeiten. Ne? Von mir kannst du die $60 nicht wieder haben, Jerry. Ich habe gerade meine Miete damit bezahlt. Oh Gott. Ist Kessler schon hier? Von mir ist er direkt zu den Herberts rübergegangen. Er ist noch bei den Herberts. Mr. Landau, bitte, kann ich etwas Tusche haben? Hör zu, der Hausherr kann jeden Augenblick reinkommen, mich rauszuschmeißen, Babydoll. Du kannst deine Tusche in Jersey City kaufen. Die Feder auch? So, da ist alles. Oh, danke. Was ist, spielst du hier Empfangsdame? Jerry, du schläfst mit diesem Mädchen. Das Mindeste, was du ihr geben kannst, ist Dusche. Ich habe nicht mit ihr geschlafen. Das ist es ja, du aufgeschwollene Gehirnamputierte. Jerry, sag nicht aufgeschwollen zu mir. Was machen Sie denn da? Ich muss aus dieser 2 da eine 0 machen, aber man darf es nicht merken. Oh, eine Fälschung, lassen Sie mich machen. Ich habe jahrelang Eheringe umgraviert. Möge jedermann durch diese Urkunde wissen, dass Cynthia Katharina Dexter in der Gemeinde New Jersey geboren war am 12. Juni 1952 und... Oh, eine Geburtsurkunde? 1952? Geben Sie das her! Du hast mir gesagt, du bist 21, du bist 17! Was? Ich werde nächste Woche 18! Ich hab es. So. Das war, ist für deine $60. Hier. Nein, ich brauch das nicht. Du hast es.
Los, gib mir meine Quittung zurück. So. Oh. Wie können Sie sich unterstehen mir? Dein Koffer, du gehst zurück zu deiner Mutter. Sofort. Ich ruf die Polizei. Ich ruf die Polizei, du Jugendkriminelle, du. Au! Na schön, du hast es so gewollt. Alles in Ordnung. Los, raus hier. Los, lass mich. Raus mit dir. Hallo? Oh nein, nein. Die Party ist noch im Gange. Ich bin eben dabei, den Mist rauszuschmeißen. Mistkerl! Erinnern Sie sich noch an mich? Ich war heute Nacht hier. Ja, wer war heute Nacht nicht hier? Ich bin Harvey Windsor. Darf ich reinkommen? Danke. Tritt ein, Dick. Wissen Sie, es war wirklich der unglaublichste Zufall, dass ich heute Nacht in Ihre verrückte Geschichte da hineingeraten bin. Sie haben unser Plakat gesehen, sind draufgekommen, nicht wahr? Exakt. Und als ich dann alle diese bezaubernden Sachen hier sah, da sagte ich heute Morgen zu Richard... Das ist mein Partner. Ja, ich bin der Partner. Richard Burke. Richard Burke. Dick, sagte ich, du musst einfach alles stehen und liegen lassen und mit mir kommen, um dir dieses wahnsinnige Mobile anzuschauen. Ich habe mich auf den ersten Blick in das Ding da verliebt. Was hältst du davon, Richard? Ja, das sind wir. Exakt. Ich habe es dir gesagt, Dicky. Kennen Sie die Schmuck- und Flitter-KG auf der Lexington Avenue? Das sind wir beide. Das ist aber weder Schmuck noch Flitter. Ich habe nicht an unseren Laden dabei gedacht. Oh nein, ich denke es mir über unserem offenen Kamin auf Fire Island. Nicht wahr, Richard? Auf der hinteren Terrasse. Oh Gott, nein, Dicky, du bist verrückt. Vollkommen wahnsinnig, die hintere Terrasse. Du könntest recht haben. Mhm. Also, Jim, oder ist es Jerry? Es ist Mr. Landau. Mr. Landau, ich weiß, Sie denken natürlich nicht im Traum daran, sich von diesem verrückten Ding da zu trennen. Es ist so persönlich. Ich meine, es gehört zu dieser Art von ungeheuren und fantastischen Sachen, die 99 von 100 Leuten gar nicht merken würden. Aber für uns ist es etwas Besonderes. Ich meine... Was würden Sie dafür verlangen? Es ist unbezahlbar. Klappe halten. Aber sie hat recht, es ist unbezahlbar. Jedes Kunstwerk ist unbezahlbar. Sagen wir das nicht auch immer, Dicky? Mhm. Unbezahlbar. Ja, natürlich. Unser Heim auf Fire Island ist praktisch eine Künstlerkolonie. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Träger großer Namen damit begonnen haben, an uns zu verkaufen. Nicht wahr, Dicky? Richard? Ja. Sie haben keine Ahnung, was es heißt, über unserem offenen Kamin zu hängen. Hintere Terrasse, bitte. Ja, ganz recht. Die hintere Terrasse dürfte für Sie genügen. Sie haben keine Idee, wie viele Künstler bei uns darum gebettelt haben, dass wir ihre Sachen für einen Monat oder für eine Woche aufhängen. Oder auch nur für eine Cocktailparty. Sie können gar nicht wissen, wie viele Künstler durch uns gemacht worden sind. Mr. Lander braucht nicht gemacht zu werden. Aber selbstverständlich muss alles, was wir bei uns aushängen, uns entsprechen. Ich meine, es muss von unserer Art sein. So wie das da. Und wenn wir etwas für unser Cottage nehmen wollen, dann haben wir schon bis zu 50 Dollar dafür ausgelegt. Oh, 50 Dollar für ein großes Kunstwerk? Zum letzten Mal. Aber ich bin so verliebt in das Ding da. Ich bestehe darauf, noch 10 Dollar dazuzulegen. Bitte, Dicky, ich dulde jetzt keine Szene. Gib mir einfach mein Scheckbuch, ohne Widerrede. Auf wen darf ich den Scheck ausstellen? Ja, sehen Sie, dieses Ding da war letzten März in der Schirmer-Galerie ausgestellt. Ich habe damals 300 Dollar abgelehnt, weil ich dachte, es wäre 500 wert, weil ich damals kein Geld brauchte. Aber Mr. Landau, unser Heim ist auch eine Galerie. Bei uns gehen ständig Kunstsammler ein und aus und Dutzende von Innendekorateuren. Ich meine, einige unserer wärmsten Freunde. Aber diesmal brauche ich Geld. Ich muss 60 Dollar für die Miete haben. Dicky, wo ist das Scheckbuch? Und weitere 60, um diesen Papagei da auszuzahlen. Aber einen auch. Macht 120. Wirklich, Mr. Landau, wenn Sie geschäftlich einen Namen hätten, aber den haben Sie gar nicht, das wissen Sie. Mein Herr... Das ist der Hausherr, der um die Miete kommt. Wenn er mich rausschmeißt, brauche ich kein Geld mehr und das Ding kostet wieder genau 500 Dollar. 5000 sollte es kosten. Dick, also Sie sagten 120 Dollar. Moment. Hallo. Was, Cleveland? Er ist nicht hier.
Und 40 Dollar Kaution macht 160 Dollar. Stimmt's, Jerry? Sie sind verrückt. Dicky, hast du schon jemals noch in deinem niemals. Leben? Soll ich den Hausherrn einlassen? Jerry.160. Ich habe keine Tinte. Okay, Mr. Kessler. Ich komme. Der ist der Anführer der Bande. Und der gehört auch dazu. Und diese zwei sind neu. Ich bin Zeuge. Herr Wachtmeister, es ist noch ein Kind. Schon gut, Madam. Beruhigen Sie sich. Was soll das? Sexualverbrecher. Alle. Okay. Schon gut, Madam. Ruhe jetzt. Ich bin Zeuge. Oh, Mami, Mr. Lander hat recht. Du bist ein Idiot. Haben Sie das gehört, Herr Wachtmeister? Man hat sie unter Drogen gesetzt. Sie können sie verklagen, das ist strafbar. Sehen Sie das, Herr Wachtmeister, was er ihr angetan hat? Was hat er mir angetan? Verführt hat er dich. Du hast zugegeben, dass jeder hier im Zimmer dein Liebhaber war. Das ist eine Lüge. Ich habe sie nicht mal angerührt. So gut, Ruhe jetzt. Er lügt. Stimmt. Ich habe alles gesehen. Also, Sie waren ja gar nicht hier. Er hat es zugegeben, Herr Wachtmeister. Ich gebe gar nichts zu! Ruhe! Er hat es zugegeben. Tja, ich glaube, wir gehen jetzt besser. Sie bleiben, wo Sie sind. Aber, Herr Wachtmeister, wir haben gerade im Augenblick dringende geschäftliche Verabredungen. Gerade jetzt im Augenblick, mein Junge, stehst du unter dem dringenden Verdacht des sexuellen Umgangs mit einem Mädchen unter 18. Was in diesem Staat so viel bedeutet wie Vergewaltigung. Vergewaltigung? Um Gottes Willen. Wachtmeister, wir sind im Augenblick erst eingetreten. Was ist das hier für eine Anschrift? Wachtmeister, das Ganze ist eine Blut. Sieh nur die Adresse. Dieser Polizeibeamte ist kein hilfloses, unschuldiges, junges Mädchen von 17. Ihre Anschrift, bitte. 99 Pine Street. 99 Pine Street. Name? Jerome Landau. Buchstabieren Sie Landau. L-A-N-D-A-U. Beschäftigung? Bildhauer. Hä? B-I-L-D-A-U-D-R. So, und jetzt Sie. Ich bin Harvey Windsor. Harvey mit einem E nach dem V. Windsor, W-I-N-D-S-O-R. Und das ist mein Partner Richard Burke. Wir sind Inhaber der Schmuck- und Flitter-KG 3714 Lexington Ave. Und haben noch nie irgendjemanden vergewaltigt. Nie. Da können Sie alle unsere Freunde fragen. Herr Wachtmeister, ich bin das Mädchen, das angeblich jeder hier vergewaltigt hat, aber ich komme noch zu Ihnen. So, und jetzt hören Sie mal. Und ich bin nicht unter 18. Gar nicht zuhören. Also, wie heißen Sie? Mein Name ist Kitty. Mein Name ist Catherine Dexter. D-E-X. Und ich bin über 18. D-E-R. Und sie lügt. Nein, 19. 17. Gestern hätte man auch schwören können, sie ist 14. Lassen Sie sie hier und sie wird ausschauen wie die da. Hey, was soll das heißen? Herr Wachtmeister, Sie sind doch ein Mann mit Verständnis. Sie wissen doch, was es heißt, eine Witwe zu sein mit einem kleinen Kind. Und Sie arbeiten von morgens bis nachts 17 Jahre, 17 Jahre, um diesem kleinen Kind ein Leben bieten Meine zu können. Meine Dame, sie ist über 18. Was sie nie gehabt hat. 17. Ich meine, ich bin ihre Mutter, ich weiß es. 17. Geboren 1950, Madam, sie ist beinahe 19. Du bist älter als ich? Du hast mich belogen. Leb wohl, Bernie. Bernard, bitte würdest du im Wagen warten? Alt und verworfen. Herr Wachtmeister, Sie müssen jetzt ganz ruhig und ganz verantwortungsbewusst sein. Wachtmeister, ich muss Sie jetzt dringend sprechen. Bitte. Sie beide können gehen, es tut mir leid, ja? Oh, ich danke Ihnen vielmals. Und Ihnen auch. Richard William Burke. Pardon.
Herr Wachtmeister. Tut mir leid, Madame, über 18 sagt der Staat, ist sie selber verantwortlich. Ja, eben. Bis dahin ist ja noch Zeit. Ich soll das Alter meiner Tochter nicht kennen, die Minute, den Tag. Ich spüre es heute noch, wie man mir dieses süße kleine rosa Bündel an meine Brust legt. Hierher. Ich bin beinahe erstickt. Eine Mutter vergisst das nicht. Bedauere, Madame, wir richten uns ausschließlich nach der Geburtsurkunde. Herr Wachtmeister, Sie können sie doch nicht hier unter diesem Abschaum lassen. Sehen Sie doch, was Sie der da angetan haben. Hey. Was ist das für eine Stadt? Voller Probleme, Madame. Tut mir leid, dass ich nichts für Sie tun kann. Was ist denn das? Porträt der Jungfrau von Orléans. Voller Probleme. Voller Probleme. Guten Tag. Kitty. Zu Ihrer Information, Madame, das da ist von niemandem gemacht worden, der in dieser Etage wohnt. Lass mich deinen Geburtsschein sehen. Die Polizei hat ihn gesehen, das genügt. Zu Ihrer Information, Madame, ich habe zufälligerweise einen Mann, der demonstriert in Washington, vor dem Weißen Haus. Mami, du weißt doch, dass ich immer schon Bildhauerin werden wollte. Warum kannst du nicht zu Hause Bilder hauen? Mamilein, das geht nicht. Ich hoffe, Sie sind froh über das, was Sie ihr getan haben. Moment. Bevor Sie hier gehen, sorge ich dafür, dass eines klargestellt wird. Bin ich dein Liebhaber? Die Wahrheit! Du! Vergiss auch mich nicht. Nein! Habe ich dich überhaupt jemals angerührt? Oder ich? Tut mir leid. Warum denn? Jetzt hat Ihre Tochter nichts mehr, wohin sie gehen kann, außer nach Hause. Und ich werde dafür sorgen, dass sie hinkommt. Los, nimm das. Einen Augenblick. Ich habe dich bezahlt. Oh. Wo ist Ihr Wagen, Madame? Ich helfe dir, mein Kleines. Sie können das da haben, wenn ich einen Monat bei Ihnen wohnen darf. Verstehen Sie sich? Oh, bei der Politik, die in Washington gemacht wird, können Sie ein ganzes Jahr lang bei mir wohnen. Danke. Mr. Landau? Ich werde Sie nicht mehr belästigen. Mutter, ich schicke dir eine Einladung zu meiner ersten Ausstellung. Ich will nicht, dass du mir was schickst. Noch, dass du mir je wieder schreibst. Nicht einmal zu meinem Grab. Ich bin's, Kessler. Schön, Landau, $60 für diesen Monat, $60 für den letzten und keine Diskussionen. Ich habe bereits zwei Diskutanten rausgeworfen. Oh, oh, meine Gnädige, Sie sind eine Kundin. Naja, er ist ja Bildhauer, nicht wahr? Und das sind alles seine Arbeiten. Bildhauerei, verstehen Sie? Ob Sie es glauben oder nicht, ich habe ein ganzes Haus voller Bildhauer, Maler, Musiker, Rauschgiftsüchtigen, Gammlern und Künstlern. Allein heute habe ich zwei rausgeschmissen. Hören Sie das, Landau? Glauben Sie mir, meine Dame, es tut mir weh. Hier, es tut mir weh und man sollte mir nicht wehtun. Ich habe Herzbeschwerden. Also, Landau, wo sind die $120? Kein Wenn und kein Aber. $120 und Punkte. Ich habe sie nicht. Ich nehme 60. Ich bin ein Mann mit Geduld und Herz. Leider, leider. 60 oder 70. Dieses Mädchen hat soeben die Miete bezahlt. Was ist mit Ihnen los, Landau? Ihr Mann hat doch denselben Beruf. Mister. Ach, diese Kopfschmerzen. Ach, haben Sie eine Ahnung, meine Dame, was für Kopfschmerzen einem der eigene Besitz macht? Ich habe ein Restaurant. Kitty, bitte. Ein Restaurant gemietet? Es gehört mir. Was, das Haus gehört Ihnen? Sind Sie verheiratet? Witwe. Und ich bin Witwer Kessler, guten Tag. Mir gehört dieses Gebäude und ein wunderschönes Apartmenthaus in der Orchard Street zur Gänze und ein halber Anteil an einem Platz, wo Nylonunterwäsche erzeugt wird. Wo ist Ihr Restaurant? In Jersey City. Kitty, bitte. Wer ist Kitty? Meine Tochter. Oh, freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich fahre ein 1966er Lincoln Cabriolet. Landau, $60, regen Sie mich nicht auf. Landau, mein Arzt hat das nicht gern. Ich habe gesagt, ich habe es nicht. Sie haben es nicht. Nein. Meine Dame, das ist Ihre Chance.
Wenn ein Künstler das Mietgeld braucht, kann man spottbillig beim Einkaufen. Und Sie werden sich wundern, mit welchem Gewinn es die Leute ihnen wieder aus der Hand reißen. Dieser Bursche ist wirklich gut. Oh, er ist ein Genie. Ach, das ist ein kluges Mädchen. Hier zum Beispiel wäre etwas Hübsches für den Eingang in den Speisesaal. Man kommt rein und kriegt sofort Appetit. Appetit. Was kostet das? 10.000 Dollar. Gut, er nimmt 120. Ich bringe es Ihnen persönlich. Wie ist Ihre Telefonnummer? Fertig. Ich bin fertig. Kitty. Kitty, ich lass dir ein Studio im Dachgeschoss einrichten. Du kannst dort Partys für deine Freunde veranstalten. Aline, ja, gehen wir. Fertig. Aline, dann abonniere ich einen Babysitter. Danke, ich sitte selber. Kitty, du kannst dich in jedem beliebigen College im ganzen Land einschreiben lassen. Oh, Mami, du ödest mich an. Kitty! Kitty, ich lass dir Schlösser an alle deine Türen machen. Sicherheits... Wissen Sie, was dieses Mädchen braucht? Einen Vater. Sie haben keine Miete, Landau raus. Mr. Kessler. Kommen Sie mir nicht mit Mr. Kessler raus. Mr. Kessler? Bildhauer machen doch auch sowas auf Bestellung, nicht? Ja, natürlich. Ja. Ich möchte mir sowas auf Bestellung machen lassen. Gemacht? Sie brauchen bloß 120 Dollar zu erleben. 160! Seit wann sind Sie hier, der Künstler? Madame, lassen Sie sich nicht reinlegen. Jerry, was ist mit Speed im Knast? Mr. Landau, Sie machen mir eine Statue, ja? Er macht Ihnen eine Statue oder er schläft heute Nacht im Central Park. Was für eine Art von Statue soll er denn nun machen? Wie wär's mit einer runden? Jerry, du kannst ihn doch in Cleveland nicht einfrieren lassen. 160 Dollar, stimmt's, Jerry? Okay, in Ordnung. Haben Sie es in bar? Als ich heute Morgen Jersey City verließ, habe ich mich auf alles vorbereitet. Oh. 60, 80, 90, 100, 110, 120. Okay, Landau, Sie kriegen meine Quittung. 20, 30, 40. Gnädigste, hätten Sie vielleicht noch einen extra Dollar 83 für Telegrammspesen? Ich muss meiner kranken Mutter ein paar Blumen schicken. Oh, für Ihre kranke Mutter gebe ich Ihnen sogar 5 Dollar. Oh. Verrückt. Meine Dame, wenn er Sie nicht richtig bedient, hier ist meine Karte. Verlieren Sie sie nicht, hinten ist ein Kalender drauf. Rufen Sie mich an, wann immer Sie wollen, bei Tag oder bei Nacht. Ich bin Witwer. Danke. Landau, ich wünsche, dass diese Lady 200%ig zufriedengestellt wird. Hören Sie? Ja, was will sie denn eigentlich? Hä? Genau. Was wollen Sie eigentlich genau? Ich hab's Ihnen ja gesagt. Eine Statue. Sie hat's Ihnen ja gesagt, eine Statue. Was soll sie darstellen? Mich? Sie? Na, Sie hören ja, Sie. Ja, nach dem Leben gemalt. Gehauen. Lassen Sie sich Zeit. So viel Sie brauchen. 3 Wochen, 1 Monat. Ich werde da sein. Bernie! Bringen Sie mir meinen Koffer rauf! Ja, Walter, ich weiß. Die Damen von der Liga gegen die Pille haben heute ihren Lunch. Ach, Walter, es tut mir leid, aber dies ist ein Notstand. Ich muss meine Tochter zurückbringen. Zum Abendessen, hoffe ich. Walter, sind die Mahlzeiten, die ich bestellt habe, versandbereit? Ach, wunderbar. Arthur soll sie bringen. Er kennt sich in New York aus. Jedenfalls hat er unter Coolidge hier gelebt, 1928. Ich habe das da unten auf alle Fälle weggenommen. Und wenn ich hab mir gedacht, man kann nie was Besonderes passiert, wissen Sie, wo Sie mich erreichen können. Keine Angst, das war ein Rückgespräch. Was denn hier los? Ach, Ihr Freund ging weg mit dem Dings da. Und ich kann einfach nicht herumsitzen und nichts tun. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Hey, der Teppich ist ja blau. Ultramarinblau. Glück, dass hier jemand Rasiercreme benutzt. Hey, hallo, 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 mein Rasiercreme! Das scheint fantastisch. Sollten Sie nicht schon lange weg sein? Mr. Landau wird eine Statue von mir machen. Was? Diese 160-Dollar-Statue soll Sie darstellen? Stimmt.
Na sowas. Oh, wo sind denn meine Bilder? Bilder? Meine Playboy-Pin-Ups über dem Bett. Ach, die krankhaften. Die habe ich unters Bett gelegt. Na, Sie trauen sich was. Haben Sie die Blumen abgeschickt? Blumen? Ja, die Blumen für Ihre kranke Mutter. Ach so, ja, ja, ja. Wie fühlt sie sich? Verrückt. Ach, dann hat sie nichts mehr davon. Übrigens, vielen Dank für Brot und Butter. Na? Ach, Sie möchten was zum Mittagessen? Nein, ich meine auch die $5, die Sie mir gegeben haben. Aber nicht zu danken. Oh, wo ist denn meine Musik? Musik? Ja, das Blatt Papier, das hier lag, das ist meine Fuge. Fuge habe ich keine gesehen. Meine Noten. Ach, ja. Da habe ich was reingetan. Warum konnten Sie nicht alles liegen lassen, wo es lag? Warum mussten Sie diese Unordnung machen? Jetzt haben Sie mich mitten aus einer großen schöpferischen Laune gerissen. Ist es nicht das denn? Was? Das ist Ihre Fuge, nein? Nein, nein, das ist eine Speisenkarte. Oh, Beaujolais, Pouillac. Mm. Das ist mein Restaurant. Den und Julia in Jersey City. Den war mein Mann. Ich bin Julia. Stash Selkirk. Tja, warum bestellen Sie nicht ein schönes Essen? Wir liefern das hierher in 20 Minuten. Das Menü für den Geschäftsmann sieht heute unsere berühmte walisische Hühnersuppe vor. Murdoch, Barasak, Rose d'Anjou. Warum gehen Sie nicht herauf und laden dieses schwangere Mädchen und Kitty ein? Hm? Chateauneuf du Pape. Nein, nein, nein. Das ist ja wie in alten Zeiten auf der Ile de France. Oh, wir werden ein wunderbares Essen haben, wir vier. Und viel Wein. Oh. Sie gehen jetzt rauf und holen die Mädels runter. Du brauchst kein Essen. Hallo, Jerry. Du hast schon gegessen, ne? Hey, hallo. Du, was soll denn das? Lass doch sein, das kitzelt doch. Oh, oh, wo kommt denn das her? Das kommt vom nicht zum Telegrafenamt gehen her. Wer ist über den Weg gelaufen? Mir über den Weg? Wieso? Ach so, mir, ja. Nur Elle und Nucci. Nicht doch, lass das doch. Sie haben gerade ihren großen Protest in G-Moll beendet. Und da habe ich ihnen meine Fuge vorgespielt. Nee, lass das doch sein, unter die Taschendiebe gegangen oder was ist los? Jerry, Jerry, ich habe nur einen für Elle und einen für Nucci gekauft. Und zwei für dich, bleiben noch $43. Ja, aber die haben doch gerade ihre große Kantate beendet, dieses Tada! Schau, dass du deinen Arsch ins Telegrafenamt verfrachtest, und zwar sofort, bevor ich dich zerreiße. Los! Rühr mich bloß nicht an, du mieses Schwein, du! Über ihnen wohnt ein junges Mädchen. Was sind das für Ausdrücke? Kein Wunder, dass ihre Mutter geistig verdunkelt ist. Was ist meine Mutter? Mit sowas lasse ich mich ein, nur um dir die Kaution fürs Speed zu beschaffen. Okay, okay. Sie sind ebenfalls zum Mittag eingeladen, Mr. Landau. Darf ich etwas für Sie bestellen? Wenn Sie glauben, Sie kriegen Ihre Tochter um den Preis eines Mittagessens hier herunter und dann zurück nach Jersey City, dann sind Sie ein noch größerer Idiot, als ich Ihnen seinerzeit zugetraut habe. Warum tun Sie den Lüster wieder zurück? Weil ich den Preis nicht erzielen konnte. Welchen Preis? $160. Ja, das Geld habe ich Ihnen doch gegeben. Ich gebe es Ihnen wieder zurück. Ich will es aber nicht. Sie kriegen es trotzdem. Wir hätten da ein sehr feines Fischmenü heute. Dann wäre da noch unser walisisches Huhn im Topf. Das ist eine Suppe. Oder unsere preisgekrönte Spezialität. Das nützt Ihnen alles nichts. Sie versucht, von Ihnen loszukommen. Wildschwein mit Ananas. Haben Sie nicht gehört? Mami, du ödest mich an. Sie ist noch ein Baby. Ja. Und daher bereit, Ihre Windeln vor dem ersten Mann fallen zu lassen, der Sie wie eine Erwachsene behandelt. Ich werde mir diese Gemeinheit nicht mit anhören. Dann gehen Sie nach Hause. Eher sterbe ich. Bitte, wie Sie wollen. Na schön. Hören Sie zu. Meine Mutter steckte mich in ein Heim, als ich 4 war. Meine Stiefmutter pflegte erst die Teppiche zu klopfen und dann mich, in genau dieser Reihenfolge. Sie werden einsehen, dass ich nicht allzu sentimental werde, wenn die Rede auf Mütter kommt. Wie wär's daher mit meiner preisgekrönten Spezialität, Ihnen das Genick zu brechen? Sie brechen mir kein Genick. Sie machen eine Statue für mich oder ich verklage Sie. Sie brauchen ja gar keine Statue. Sie brauchen doch nur einen Vorwand, hier herumzusitzen. Eine mündliche Abrede ist ein gesetzlich gültiger Vertrag. Meine Anwälte sind Weiler, Crichton und Patterson. Oh. Ich möchte doch nur meine Ruhe haben.
Howard Johnson mir das Angebot machte, mein Haus um eine halbe Million Dollar zu kaufen, sagten Weiler, Crichton und Patterson, verkaufen Sie. Das Erbe meiner Tochter. Nur über meine Leiche, sagte ich. Howard Johnson eröffnete ein Restaurant genau gegenüber und jeder sagt, ich sei erledigt. Wissen Sie, was heute vis-à-vis von mir ist? Eine unitarische Kirche. Wenn Sie also glauben, dass Sie mit mir machen können, was Howard Johnson nicht konnte, dann versuchen Sie es. Okay. Ich mache Sie in Ton. Zuerst bestellen Sie das Essen. Ich will nicht essen! Sie hatten einen sehr unangenehmen Morgen. Heute Morgen. Es ist doch gar kein Grund, sich zu beeilen. Wenn es eine übereilte Arbeit ist, wird es keine gute Arbeit. Und wenn es keine gute Arbeit ist, werde ich nicht zufrieden sein. Und wenn ich nicht zufrieden bin, müssen Sie das Ganze noch einmal machen. Lassen Sie sich Zeit. Ich werde glücklich sein, Ihnen noch was extra drauf zu zahlen. Ich übereile mich nicht. Wenn Sie sich vernünftig benehmen, werden wir sehr gut miteinander auskommen. Nun, also, unser Königslachs ist wirklich fabelhaft. Okay, ziehen Sie sich aus. Andererseits wäre unser walisisches Huhn im Topf ebenfalls. Was? Ich habe gesagt, ziehen Sie sich aus. Na, wird's bald. Mr. Landau, Sie sprechen mit dem Vorstand des Gastronomenverbandes von Hudson County? Ich arbeite nur mit nackten Modellen. Und dem gewesenen Präsidenten des Lady Club. Ich kann nicht den ganzen Tag warten. Na los, raus aus den Kleidern! Bitte würden Sie leiser sprechen, die Tür ist offen. Ach so, ja. Ich wollte Durchzug, Sauerstoff... Sie wollten sie bloß hören, wenn sie die Treppe runterkommt, ha? Sagen Sie, warum gehen Sie nicht nach Hause? Und meine Tochter hier lassen, damit sie genauso verkommt wie Sie. Vielleicht wäre Ihre Tochter glücklich, so zu verkommen wie ich, statt bürgerlich und anständig zu leben, so wie Sie. Das gibt's nicht. Mrs. Dexter, ist es Ihnen jemals in den Sinn gekommen, dass Sie Ihre Tochter nicht aus Liebe verfolgen? Dass Sie sie nur deshalb wieder zu Hause haben wollen, weil Sie sich nicht eingestehen möchten, dass Sie zwar das zweitgrößte Restaurant in Hudson County leiten können, aber nicht mal eine armselige kleine Tochter. Jetzt hören Sie mir aber zu! Warum sollte ich? Wir beide wissen doch, dass Sie sie nicht lieben. Und ganz tief drin spürt sie es auch. Und deshalb rennt sie ihn davon. Weil Sie sie hassen. Haben Sie jemals diese Figur dort näher angesehen? Sie zeigt, wie gerührt die Menschen sind bei dem Gedanken daran, wie viel sie für andere gelitten und geopfert haben. Ich nenne es das Porträt der heiligen Johanna. Schauen Sie an, wie glücklich sie ist, am Spieß gebraten zu werden. In jeder Frau steckt eine Märtyrerin, die danach lechzt, gekreuzigt zu werden. Vor Publikum. Also, Mrs. Dexter, wollen Sie sich jetzt ausziehen? Oder gehen Sie lieber nach Hause? Ihr Freund hat recht. Sie sind ein mieses Schwein. Ich habe die beiden Tanten in ihrem Schmuck- und Flitterladen nicht erreicht, aber ich habe ihnen eine Nachricht hinterlassen. Sie werden mir das Mobile abkaufen. Ich schicke ihnen die 160 Dollar ins Restaurant. Wie ist die Adresse? Ach, steht auf der Karte. Wie können Sie sagen, dass ich meine Kitty hasse? Als sie 4 war und Scharlach bekam, habe ich sie in Strümpfen zum Arzt getragen, weil ich meine Schuhe nicht finden konnte. Es schneite. Der Arzt sagte, ich sei die beste Pflegerin, die überhaupt je gesehen hat. Er sagte, eine Mutter wie Sie. Eine Mutter wie Sie. Im Badezimmer finden Sie ein Handtuch. Wissen Sie überhaupt, wie schwer das ist, Mutter zu werden? Die da wird nie eine. Und wenn Sie 1000 Jahre an ihr basteln,
So, ich bin eben eingezogen. Wenn ich jemals wieder vergesse, die Türe zu versperren. Aline ist ein wunderbar menschliches Wesen. Sie hat mir eben erklärt, dass es ihre Aufgabe ist, das Rückgrat ihres Rick zu sein. Ist das nicht wundervoll? Das ist wundervoll. Aline ist die faulste Person der Welt. Sie kann nicht kochen, sie kann nicht sauber machen, sie kann nicht mal ein Bett überziehen. Das Einzige, was sie kann, ist das Rückgrat eines Mannes sein. War sie ihr Rückgrat? Meines? Sie haben doch mit ihr gelebt. Sie sagte, sie hätten sie ausgebeutet und dann rausgeschmissen. Ich sie ausgebeutet, das ist grotesk. Sie sagte, sie musste da und nackt für sie Modell stehen. Und auf diese Art hat sie sich ihren chronischen Schnupfen geholt. Also eine Lüge. Sie kam mit einer rinnenden Nase zu mir. Sie ist eine Schlampe. Nur eine Schlampe verkauft das Werkzeug ihres Mannes. Was soll sie denn machen ohne Geld? Im 8. Monat schwang und das mit Rick, der die ganze Zeit in Washington demonstriert. Bitte gehen Sie, ich versuche zu arbeiten, ja? Sie sind verrückt nach mir, was? Soll ich Ihnen mal was sagen? Sie werden nie in Ihrem Leben LSD brauchen. Warum haben Sie sich die Mühe gemacht, die ganze Wohnung aufzuräumen? Ich versuche zu arbeiten. Wir werden zusammenarbeiten. Oh. Es ist wie wenn man den Wellen zusieht. Ich fühle mich wie eine Meermann. Oh, und das hier, das ist das Meer. Festgefügt die Häuser rein, wo mein Alltag wohnt. Kommen Sie, mein leuchtendes Schloss, das in den Wolken thront. Okay, jetzt aber raus, ja? Haben Sie sie gekannt? Wen? Na, Edna St. Vincent Millay. Sie ist kurz nach dem Ersten Weltkrieg hier weggezogen. Ich habe sie gerade noch verfehlt. So muss sie sich gefühlt haben, als sie hier ankam. Leuchtend. Kind, das ist nicht neu. Deine Geschichte ist eine alte Geschichte. Was glauben Sie, wie viele Meermaiden jährlich in diese See hier eintauchen und hochkommen als Krabbensalat? Deine Geschichte ist nicht nur alt, sie ist auch fad. Oh, Jerry, Sie sind im Grunde sehr süß. Oh, oh. Und so jung. So jung. Und ich liebe Sie. Schon wieder. Im Augenblick liebe ich jeden Menschen in der ganzen Welt. Ich bin erfreut, das zu hören. Mutter. Ja, weil ich an Liebe glaube. Mutter, was tust du hier? Oh, Kitty, wie siehst du aus? Was tut sie hier? Aber, trag, was du willst, es geht mich nichts an. Mutter, was machst du hier? Er macht meine Büste. Er tut was? Ja, er knetet mein... Er haut mich. Bildhauert mich. Mutter, das ist doch nicht dein Ernst. Ich habe ihm 160 Dollar dafür gegeben. Oh, nein, nein, bitte, Jerry, sagen Sie, dass es nicht wahr ist. Hör zu, Meermaid. Ich habe hier eine Sitzung. Du bist dazu nicht eingeladen. Also mach, dass du rauskommst, bevor ich dich beim Arsch nehme aus dem Fenster schmeiße, ja? Mutter, hast du das gehört? Na, er hat dich höflichst ersucht zu gehen. Mutter, was ist los mit dir? Ja, meine Haare. Nicht mit deinem Haar, ich meine mit deiner ganzen Art. Ich werde gehauen in Stein, in Ton. Schließlich werde ich nicht jünger und so habe ich mich entschlossen, aus mir etwas Bleibendes machen zu lassen. Und Jerry tut das für mich. Jerry? Ja, so ist sein Name. Jerry Landau. Ich kenne seinen Namen. Es gibt nichts, was du mir über Jerry Landau sagen könntest, was ich nicht schon weiß. Oh doch, eines. Was? Das Zimmer hat nicht eher sauber gemacht, das war ich. Ach, Mutter, ich habe gedacht, du bist erwachsen. Noch nicht so erwachsen, wie du mich durch deinen Geburtsschein gemacht hast. Du bist nichts als ein großes Kind. Meinetwegen sieht er süß aus und lieb und liebenswert und ach. Aber du bist nicht die erste Frau, die er beschwindelt hat. Und dann, wenn er dich satt hat, schmeißt er dich raus. Ja, sieh nur, was er Aline angetan hat. Wenn das alles ist, was er Aline angetan hat, fühle ich mich noch immer vollkommen sicher. Mutter, du bist verrückt, dich mit ihm einzulassen. Sag mal, was fällt dir ein, deine Mutter verrückt zu nehmen? Wenn du erst einmal aus einer Imbissstube mit 6 Tischen ein Unternehmen gemacht hast, für das Howard Johnson eine 500.000 Dollar zahlen wollte, dann mach den Mund auf. Bis dahin halt ihn. Und sie fangen sie an. Also los, raus. Hör mal! Wollen Sie vielleicht nicht doch etwas zum Mittag essen? Hier wird nicht zu Mittag gegessen! Ich will endlich mit der verdammten Büste anfangen! Gut. Mutter, was tust du? Mr. Lando wünscht, dass ich im Nacktmodell stehe. Du was? Zieh das sofort wieder an, Mutter. Ich will nicht, dass du... Na schön. Kitty,
Kitty, geh hinauf und rufe deine Freundin Aline. Wir werden zum Mittagessen. Aber Jerry hat eben gesagt, er... Bitte bring ihn nicht noch mehr durcheinander. Ach, ich bring ihn durcheinander? Das Künstler sind sehr empfindlich. Ich weiß, dass dein Vater war auch Künstler, Kitty. Fühlen Sie sich ein bisschen besser, Jerry. Hallo, Mrs. Dexter. Hallo, Kitty. Arthur, warum haben Sie so lange gebraucht? Mrs. Dexter, Greenwich Village hat sich seit der Prohibition sehr verändert. Ja, was ist denn das? Das Essen. Essen? 5 einschließlich Suppe. Sie, Kitty, Aline und ich, rollen Sie das dahin. Arthur, wo ist der Wein? Kommt schon. Hören Sie, Mrs. Dexter. Macht Sie was aus, wenn wir den Wein in den Eis. Ja, es macht, verdammt nochmal. Warum denn? Da ist doch nichts drin, außer Grapefruits und Illustrierten. Illustrierte im Eis? Wer liest da den Playboy? Hören Sie, Mrs. Dexter. Also bitte, geh hinauf und ruf deine Freundin Aline. Wir haben walisisches Huhn im Topf. Du weißt, wie gut das für Schwangere ist. Mrs. Dexter, Sie werden aus diesem Atelier kein Säuglingsheim machen. Wo kommt der Wein hin, Mrs. Dexter? Was macht denn Sie hier? Ich arbeite. Den Wein da rein. Also Kitty, willst du endlich hochgehen, deine Freundin holen? Mutti, wenn ich zurückkomme und dich hier nackt finde. Du sprichst mit deiner Mutter. Eben. Mrs. Dexter, ich wünsche, dass alles hier rauskommt. Alles hier rauskommt. Verstehen Sie? Jetzt gleich. Sie hören Sie sofort mal. Sofort! Mrs. Dexter. Schön, Mr. Landau. Sie haben bewiesen, dass Sie eine wehrlose Frau zerstören können. Sind Sie glücklich? Sie wollen mich hier heraushaben? Geben Sie mir mein Geld! Sofort! Sie geraten ganz Ihrer Tochter nach. Das Tischtuch. Das Geschirr. Geben Sie mir die Lieferscheine, Arthur. Sagen Sie weiter, das läuft unter Werbung. Ich bediene Arthur, Sie und Bernie fahren nach Hause. Und wer bringt die Behälter und das andere zurück? Ja, das machen Sie, wenn Sie das Souper herschaffen. Souper? Hierher? Geben Sie das weiter, die Telefonnummer hat er, falls er mich was fragen möchte. Mrs. Dexter, dies ist nicht der Ort, wo Sie und Kitty allein bleiben sollten. Ich glaube, ich bleibe lieber. Danke, Bernie. Ich glaube nicht. Und sie ist der Chef. Mrs. Dexter, Sie sind nur eine Frau und ich bin in Psychologie der Beste. Ich habe eins in meinem Beruf gelernt. Wenn man jemanden beeinflussen will, muss man ihn füttern. Mrs. Dexter, ich bin nicht genießbar. Kitty kommt doch nur ihretwegen zum Essen. Sie will mich vor Ihnen schützen. Was will sie? Ja, sie glaubt, ich fühle mich zu Ihnen hingezogen. Sie haben sie doch gehört, Mutter. Du bist verrückt, dich einzulassen mit so einem... Mistkerl. Ja. Alles, was ich tun muss, ist, mich so zu verhalten, als würde ich mich wirklich zu Ihnen hingezogen fühlen. Dann wird sie alles tun, um mich vor Ihnen zu retten. Sie wird mich nach Hause schleppen. Verstehen Sie? Sie brauchen mir das Geld auch nicht zurückzugeben. Ich nehme das da dafür. Ich hänge es über meine Cocktailbar. Howard Johnson muss Wachs in Ihren Händen gewesen sein. Ja, noch etwas. Falls ich in Gegenwart meiner Tochter sehr persönlich zu Ihnen werden sollte, so geschieht das nur, um die Dinge zu beschleunigen. Miss Dexter. Selbst wenn Sie mich in Gegenwart Ihrer Tochter vergewaltigen sollten, wird es ja nicht zu Ihnen zurückkehren. Mr. Landau, ich bin an Ihrer Vergewaltigung nicht interessiert. Oh, vielen Dank. Das Einzige, was Ihre Tochter möchte, ist, Sie aus dem Weg kriegen, um mit einem Mistkerl wie mir ins Bettchen hüpfen zu können. Mr. Landau,
Es mag sein, dass man sie hier, in dieser Gegend, für einen netten Menschen hält. Ja, Mrs. Dexter, hier in dieser Gegend gibt es eine Sache, die vor Müttern, Großmüttern und dem lieben Gott kommt, nämlich das mit dem richtigen Partner ins Bettchen hüpfen. Mag sein, dass es in Jersey City anders ist, aber ich bezweifle es. Sie wissen einfach nichts vom Leben. Da ist meine Tochter, die mich vor Ihnen schützen möchte. Und alles, was Sie begreifen, ist, dass sie wohin hüpfen möchte. Dazu noch mit Ihnen. Glauben Sie ja nicht. Ich hätte nicht vom ersten Augenblick an, dass ich Sie gesehen habe, gewusst, was Sie im Sinn haben. Sie, wenn Sie meine Tochter berühren, wenn Sie sie nur mit einem Finger berühren, Sie schmutziger junger Mann, dann... Was ist denn los? Warum stockt der Verkehr? Warum kommt ihr so spät? Alles wird kalt. Oh, Essen. Mutter, Arlene, wie nett von Ihnen hereinzuschauen. Mutter, ich muss mit dir sprechen. Dann setzen Sie sich hierher. Der Stuhl hat eine gerade Lehne. Was ist denn los? Ist jemand gestorben oder ist eine Hochzeit? Ich habe ein kleines Restaurant in Jersey City. Machen Sie hier eine Zweigstelle auf? Das ist nur so ein kleiner Lunch. Mutter, bitte, ich möchte mit dir sprechen. Ja, nicht auf leerem Magen. Dies hier wird von jedem Kinderarzt in Jersey City empfohlen. Ich habe es extra für Sie bestellt. Das ist Portage. Das heißt Suppe. Mutter, willst du bitte endlich mit dem da jetzt aufhören? Verdirb mir nicht mein kleines Essen. Möchten Sie Semmelkipfel, Toast oder Butterwecke? Butterwecke. Bitte sehr. Danke. Hier ist ein schönes Schälchen Suppe, Liebling. Ich esse nichts. Ich spreche nicht mit dir. Möchtest du Semmeln, Kipfeln, Toast oder Butter wecken? Oh, Jerry nimmt nur organische Nahrung zu sich. Sowas rührt er nicht an. Jerry. Also, möchtest du Semmeln, Kipfeln, Toast oder Butter wecken? Hey, das ist aber freundlich, hm? Mutter! Mutter, ich werde nicht dastehen und zusehen, wie du dich zum Narren halten lässt. Hörst du mich? Mami! Was wollen Sie? Hm? Ich lasse Sie nicht meine Mutter verführen, Sie! Schmutziger alter Mann. Schmutziger alter Mann! Mami wünscht aber, verführt zu werden. Sie ist verrückt nach mir. Hm? Mrs. Dexter, möchten Sie mit mir ins Bettchen hüpfen? Ja oder nein? Sage es, ihr Liebes. Ja. Lauter. Ja. Also, wenn Sie Ihre Mutter retten wollen, dann schaffen Sie die Dame von hier weg und sperren Sie sie zu Hause ein. Kitty, lass ihn in Ruhe. Kitty, rühr ihn nicht an und mach, dass du nach Hause kommst. Kitty, ich gebe hier ein kleines Essen und du wirst es mir nicht verderben. Ich bin nicht deinetwegen hier. Ich liebe, ach, Kunst, ich... Ich liebe diese wunderbaren Sachen, die da herumstehen. Ich liebe dieses Lüsterdings da und diese Frau, sie macht einen so nachdenklich. Deswegen bin ich hier. Und gerade habe ich es Mr. Landau gesagt. Habe ich sie nicht gesagt, Mr. Landau? Nein. Walter? Ach, verzeihen Sie, ich dachte, es ist für mich... Hallo? Ja, ich dachte, Sie wollten das Ding heute Nachmittag abholen. Ja, noch immer 160 Dollar. Wie? Nein, nicht an mich. Einen Augenblick. Die beiden Tanten, an wen sollen Sie den Scheck ausfüllen? Ja, füllen Sie den Scheck aus, wenn Sie hier sind, das Ding abholen. Ich bin den ganzen Nachmittag zu Hause. Okay, richtig. Übrigens, das ist kein Lüsterdings, das heißt Mobile. Möchten Sie nicht etwas essen? Nein, ich möchte nichts essen. Bitte, kann ich noch eine Suppe haben? Danke. Du hast schon zweimal nachgefasst. Jerry, einmal für mich und einmal für den kleinen Protestierer. Jerry, bitte schmeißen Sie Mutter raus. Danke. Wenn eine Tochter einen Wüstling bittet, ihre Mutter auf die Straße hinauszuwerfen, dann... Er ist kein Wüstling. Nein, er ist ein Gentleman. Und ich bin ein Ungeheuer aus Jersey City. Na schön. Ich gehe dorthin zurück, woher ich gekommen bin.
Adieu. Viel Glück. Ja, aber man bringt doch Ihren Scheck hierher. Ach, Sie können ihn hier per Post schicken. Sie können ihn mir per Post schicken. Okay. An einem Tag habe ich mehr über die Erziehung von Kindern gelernt, als ich je gewusst habe. Na schön. Man kann auch in meinem Alter noch was lernen. Ich will dich nie wiedersehen. Na schön. Ich glaube, ich warte doch lieber auf meinen Scheck. Oh, Mami! Das ist mein Geld. Ich habe ein Recht darauf zu warten. Hey, Jerry! Rat mal was. Du hast das Geld für die Kaution aufgegeben, ha? Das war's? Stash! Ich war gerade auf dem Weg zum Telegrafenamt. Und während ich dabei an meiner Fuge arbeite, habe ich plötzlich eine fabelhafte Idee. Nämlich, Speed in Cleveland anzurufen. Und wie ich durchkomme. Was glaubst du, was da los ist? Hey, was ist denn das? Esse denn! Ich mache Ihnen einen Teller, Mr. Stash. Was ist mit der Kaution, Stash? Hä? Lass dir die Suppe nicht entgehen. Die ist besonders gut für Schwangere. Oh, verrückt. Stash, was ist mit der Kaution? Speed wurde gerade entlassen, als ich mit ihm Verbindung bekam. Sein Anwalt hat ihn von der Anklage losgekriegt, er hätte Pott geraucht. Ich meine, Gras. Ich meine, Haschisch. Und nicht nur das. Er meint, Speed kann jetzt den Staat Cleveland verklagen, wegen ungesetzlichen Arrests. Welcher Anwalt? Na, der Anwalt, mit dem Speed Pott geraucht hat, als sie verhaftet wurden. Der riskiert sogar einen Flugschein für Speed. Er meint, es ist nur schade, dass er an der Party nicht teilnehmen kann. Curry, das ist Mr. Welche Stash? Party? Wir machen unser eigenes Curry. Welche Party, Stash? Ein paar von Speeds Freunden kommen zusammen, um zu seinem Willkommen eine Hausparty zu schmeißen. $2 pro Kopf. Was für Freunde? Ich. Aha. Und du glaubst, du wirst diese kleine Party hier schmeißen? Ha? Sind wir Kipfeltoast oder Butterwecken? So verrückt. Du glaubst, ich lasse dich hier noch mal eine Party veranstalten, ne? Aber Jerry, Speed ist doch völlig blank und wir kriegen hier eine Menge Leute zusammen. $2 pro Kopf. Wenn dieser Verbrecher hier noch mal auftaucht, dann zerreiße ich ihn genau wie das hier. Okay, Jerry. $1 pro Kopf. Glaubst du, ich will die Polizei im Haus haben? Was denn für eine Polizei? Hast du jemals von einer Party mit Speed gehört, wo die Polizei nicht erschienen ist? Aber nichts dergleichen wird hier geschehen. Ja, nichts dergleichen ist eben in Cleveland geschehen. Ja, das war doch nicht Speeds Schuld. Ja, es war auch vor einem Jahr nicht Speed schuld. Damals in Mikes Strohkeller. Als irgendjemand die Polizei wegen der Party dort anrief und wir alle im Gefängnis gelandet sind, ha? Jerry, nur dieses eine Mal tu bitte etwas für Speed. Dieses eine Mal. Und wer hat das Geld für die Kaution hergegeben? Nein, nein. Der Anwalt in Cleveland hat ihn ja ohne Kaution freigekriegt. Wo ist es? Was? Das Geld für die Kaution. Du hast es nicht gebraucht. Hey! Was hast du mit dem Geld gemacht? Finger weg! Wo ist das Geld? Herz aus! Tatsächlich. Herzass liefert Spirituosen jederzeit ins Haus. Du hast mein Geld für eine willkommene Heimparty für Speed ausgegeben. Jerry, du gibst doch alles zurück heute Nacht. $2 pro Kopf. Du wirst diese 5 Kisten Rotwein sofort zurückgeben. Verstehst du? Wo ist der Hammer? Ah. Mami, hör sie! Okay. Okay, mir langt's. Ich ziehe aus. Gleich. Nach der Party. Es wird keine Party stattfinden, Stash. Was habt ihr Spießer denn bloß gegen mich? Wo sind meine $40, du Stück Hammer? Also, los, jetzt! Das sind ihre $40, sie Schmutzian. Ich stelle die Erfrischungen für diese Party zur Verfügung. Sie sind ja wahnsinnig. Bitte warten Sie noch einen Augenblick. Ich verlange ein Rückgespräch. Aber das habe ich doch nicht gemeint. Wir veranstalten die ganze Geschichte bei Aline. Oh, verrückt. Ich bin bloß froh, dass ich das hier gerettet habe. Los, bringen wir alles rauf. Bitte Jersey City 469, Rückgespräch für Mrs. Julia Dexter. Ich wünsche, dass alles hier rauskommt. Komm, bring schnell alles nach oben, bevor der Verrückte es zum Fenster rauswirft. Ja. Arlene, komm. Ich denke, die Weintrauben, die sind gut für Schwangere. Das ist meine Kündigung. Mein Klavier geht morgen. Weiter. Jetzt möchte ich, dass Sie ein Souper für heute Abend an diese Adresse schicken. Das eine will ich dir noch sagen. Du bist der Elendeste. Für 50 Personen. Machen Sie 100. Machen Sie 100. Mi.
verrückt. Miesester Schweinehund, den ich kenne. Ach, kommen Sie mir nicht mit Gründen, Walde. Schinken auf Schinken. Oh, Mami, du bist unwerfend. Salami? Ach, Quatsch. Dexter, darf ich Ihnen etwas über den Ehrenmann erzählen, für den Sie ein Benefiz veranstalten? Schweizer Käse, amerikanischer Käse? Speed ist süchtig. Darum erscheint die Polizei bei jeder seiner Partys. Sie sind eben dabei, Ihre Tochter bei den Rauschgiftjüngern einzuführen. Wie steht's mit westfälischem Schinken? Und wissen Sie, womit er sich das Geld für seine Drogen verdient? Er kuppelt. Sehr gut. Dann zuerst Pennsylvania Kochschinken. Und wissen Sie, für welche Art von Gelegenheitsmacherei er berühmt ist? Oh ja, Cocktailbürstchen. Mit Minderjährigen. Sehr pikant. Melbatus, Pumpernickel. Wollen Sie mir jetzt endlich zuhören? Kaffee und Kuchen. Danke für alles, Mr. Landau. Sie sind wundervoll gewesen. Ist Ihnen klar, in was Sie Ihre Tochter da hineinbringen? Ich glaube, ich habe Sie schon viel zu lange aufgehalten. Speed hat sich einmal damit gebrüstet, er hätte seine Eltern hoch versichern lassen, kurz bevor sie tot in ihrem brennenden Haus aufgefunden wurden. Er sagte, das wäre das einzige Geld, das er richtig verdient hat. Haben Sie gehört? Richtig verdient. Das ist Ihr Ehrengast. Was halten Sie davon? Jetzt habe ich vergessen, bei Walter Weißkäse zum geräucherten... Haben Sie gehört, was ich Ihnen von Speed gesagt habe? Ja. Was? Dass er eine Waise ist. Darf ich wegen des Käses anrufen? Das ist bereits mehr als Dummheit. Das ist bereits jenseits jeder Dummheit. Das ist ja bereits Unschuld. Erschreckend und unschuldig. Die Hartnäckigkeit der Unschuld. Wie bei Heiligen und Märtyrern. Hartnäckigkeit, das ist's. Wohin gehen Sie? Hinauf, mir riecht Schweißapparat borgen. Ich wusste genau, dass hier etwas fehlt. Jetzt weiß ich es. Dank Ihnen. Hartnäckigkeit. Darf ich Ihren Apparat benutzen? Sie dürfen benutzen, was Sie wollen. Sie sind hartnäckig und unschuldig. Wissen Sie, was Sie sind? Genau besehen sind Sie ein Kind. Amt? Bitte geben Sie mir die Polizei. Hören Sie zu, ich muss schnell sprechen. Ich möchte eine Party für einen Rauschgiftsüchtigen namens Speed Harvey zur Anzeige bringen. Heute Nacht auf Pine Street 99 im 4. Stock. Meine Tochter Kitty wird an dieser Party teilnehmen. Und wenn Sie alles festnehmen, möchte ich Sie sehr bitten, meine Tochter zu entlassen und zugleich unter meine Aufsicht zu stellen. Und wie lange heißt das, kann ich Sie dann daheim bei mir behalten? Können Sie nicht 2 Jahre draus machen? Na schön, wenigstens etwas. Oh ja, 11 wäre sehr gut. Speed wird dann schon einige Stunden hier sein und alles dürfte dann schon voller Gras, ich meine Pott, ich meine Haschisch oder Marihuana und LSD sein und sich entsprechend aufführen. Ich? Ich bin Mrs. Julia Dexter, D-E-X-T-E-R, 21 North Street, Jersey City, New Jersey. Wie bitte? Ich veranstalte die Geschichte. Hallo. Was? Ja, ich dachte, Sie wollten das Ding heute Nachmittag abholen. Ja, gut. Und bringen Sie das Geld gleich mit. Nein, es kostet noch immer 160 Dollar. Hallo. Nein, Mrs. Dexter ist oben. Oben ist kein Telefon. Nein, ich kann Sie nicht herunterholen. Ja, ich weiß, dass Sie Walter sind, aber ich habe zu tun. Die Party ist oben! Ich bin's, mach auf! Ja, was zum Teufel bist du denn hier, hä? Wieso, was heißt das? Ich wohne doch hier. Du hast gekündigt. Aber Jerry, da habe ich doch nur Spaß gemacht.
Jerry, bitte, mir ist gerade der Schluss meiner Melodie eingefallen. Ich muss das aufschreiben jetzt gleich. Jerry, bitte. Jerry. Ja, ja. Du, diese Mami schmeißt eine sensationelle Sause da oben. Jeder hat schon einen Sitzen, bloß die Alte noch nicht. Dauernd jammert sie, wo ist Speed? Warum ist denn Speed noch nicht hier? Man könnte meinen, sie wäre seine alte Dame. Komm doch mit rauf, hm? Jerry, willst du nicht doch mitkommen? Julia. Oh, Mr. Landau, ich dachte, Speed wäre vielleicht hier. Bitte, bleiben Sie da. Ich möchte, dass Sie das sehen. Na, was sagen Sie? Wo ist die Alte? Es ist die Alte. Ich habe sie überarbeitet. Ah ja? Sie haben mir gezeigt, was ihr gefehlt hat. Hartnäckig. Diese blinde, dumpfe Hartnäckigkeit. Ich glaube, es ist das Beste, was ich jemals gemacht habe. Können Sie das sehen? Klingt wie eine Polizeisirene, oder? Mein Gott, wenn Sie nicht gekommen wären. Ich glaube, ich hätte 1000 Jahre an ihr herumgehämmert und es nicht richtig erwischt. Ich habe es gespürt. In den Händen. Im Magen. Und plötzlich wusste ich, was das ist. Ihre Beharrlichkeit. Halsstarrigkeit. Auf einmal war es da. Liebe. Das, was Sie sind, ist Liebe. Ich habe die Party oben. Ich weiß, wie viel man aus Hass schaffen kann. Er kann einen vorwärts treiben wie ein Dampfhammer. Aber mein Gott, was ist das alles gegen diese blinde, blöde, unglaubliche Kraft der Liebe? Ich habe Kitty allein gelassen. Zum Teufel mit Kitty, sie braucht sie nicht. Ich verstehe sie besser als Kitty. Tun Sie mir einen Gefallen, bitte verstehen Sie mich nicht. Ich liebe Sie. Sie sind verrückt. Ich bin eine ganz alte Frau. Sie sind ein Kind. Nein. Ein Baby. Die Party ist oben. Störe ich? Kitty. Tja, Mr. Landau, vielen Dank, dass Sie mir Ihre Arbeit gezeigt haben. Ich sehe, Sie sind sehr beschäftigt und so. Und so was? Was werden Sie tun? Den Rest Ihres Lebens damit verbringen, sich vor diesem Fratz da zu entschuldigen? Erklären Sie meiner Mutter nicht, wie sie den Rest Ihres Lebens zu verbringen hat. Warum nicht? Wir lieben uns. Das ist lächerlich. Nur weil sie mich überfallen, wie irgend so ein... Sexualverbrecher! Wie irgend so ein Mistkerl. Ach, Mutter, sei nicht so freundlich. Ich weiß, was er ist. Er ist nichts anderes als ein ganz gewöhnliches Schwein. Kitty, du hast getrunken. Na, endlich. Ich habe geglaubt, er ist ein großer Künstler. Ich habe ihn angebetet. Ich hätte alles für ihn getan. Alles um Mami. Ach, Baby. Ich war sogar bereit, meinen Körper für ihn zu verkaufen. Ich wollte ihm etwas Schönes, Reines, Frisches geben, aber... Ich weiß, Liebes. Aber er ist nur auf Geld aus und macht alten Weibern den Hof. Warum gehen wir nicht einfach? Nehmen uns ein Taxi. Wem macht er den Hof? Und macht alten Weibern den Hof. Oh. Mami, alles, was ich sagen wollte... Alles, was Sie sagen wollten, ist, dass Ihre Mutter zu lieben nicht so schön und rein und frisch ist, wie es beim süßen kleinen Baby gewesen wäre. Oh, Sie! Sexualverbrecher. Und jetzt hör mir mal zu, mein Kind. Du bist nicht schön und rein und frisch.
Du bist nichts als Zeitvergeudung und ein Miststück. Und warum verschwindest du nicht endlich? Mami, ich habe dich gewarnt, ihm Geld zu geben. Sie hat mir kein Geld gegeben. Sie hat mich beauftragt, eine Skulptur von ihr zu machen, was ich getan habe. Was haben Sie? Porträt Julia Dexter. Das bin ich. Nackt. Oh. Was ist mit Ihrer heiligen Johanna? Die habe ich am Spieß gebraten. Oh, Mami. Mami, wir geben oben eine Party, komm. Wenn Sie glauben, dass ich meine Mutter hier lasse, dann... Mutter! Wie ein Schiff im Sturm. Gehen Sie rundherum. Sehen Sie diese Hartnäckigkeit, diese Kraft. Mami! Wann werden Sie endlich erwachsen? Sie sind doch über 18. Ich bin unter 18. Mutter! Das ist dein Streifen. Oh, Mami. Mami, du kommst jetzt mit mir nach Hause und es ist mir ganz egal, was du sagst. Gehen wir. Du willst es nicht gehen, Julia. Bitte! Ich habe dich nicht nur abgebildet, ich habe dich erschaffen. Ich kenne dich. Sie sind verrückt. Der Mann ist verrückt. Ich hole die Polizei. Ja. Nein. Keine Polizei mehr anrufen. Du bist diejenige, die von zu Hause hätte weglaufen sollen. Nicht sie. Wo ist das Telefon? Lassen Sie mich um Gottes Willen gehen, bitte. Komm, gehen wir, Liebling. Später. Sherry, bitte, bitte öffnen Sie mich, bitte. Mami. Guten Abend, Jerry. Was wollen Sie hier? Die Miete ist bezahlt. Ich habe Ihnen keine Quittung gegeben. Keine was? Oh, Mrs. Dexter, welch ein Zufall. Ich war gerade in meinem linken Cabriolet spazieren gefahren und dachte dabei an Ihre Büste. Verzeihen Sie uns, aber wir gehen gerade... Julia! Kitty! Adieu, Mr. Lando. Adieu, Mr. Kessler, warum die Eile? Wir müssen ein Taxi finden. Warum ein Taxi? Ich habe mein Cabriolet unten. Danke, Mr. Kessler, aber ich nehme ein Taxi. Oh, Mami, vielleicht möchte uns Mr. Kessler nach Jersey City fahren? Ach, Kitty. Jersey City? Das ist nur 25 Minuten entfernt. Ach, bitte antworten Sie gar nicht, Mr. Kessler. Ich denke gar nicht daran. Doch, ich bringe Sie. Mein Wagen steht in einer Parkverbotszone und bei all den Streifenwagen, die da rumstehen, muss ich ihn ohnehin wegholen. Streifenwagen? Bei einem meiner Mieter wird eine Razzia veranstaltet. Mal was Neues. Julia! Gehen wir, Mr. Kessler. Schönen Dank für alles, Mr. Landau. Kommen Sie, Mr. Kessler! Polizei, aufmachen! Du willst erst nicht gehen. Ach, ich kenne dich. Mr. Landau, Sie kennen mich überhaupt nicht. Jerry, wie konnte sie so zu Ihnen sprechen? Verschwinden Sie. So ist recht. Lassen Sie nur alles an mir aus. Ich verstehe Sie. Oh, Mama mia. Genau so fühle ich mich Ihnen gegenüber. Oh, Jerry. Kitty! Okay, jetzt sehen wir unten nach. Kitty, jetzt komm! Ach, Mami, später. Geh doch mit Mr. Kessler vor. Also, genug jetzt. Ich habe satt, dass du mir sagst, was ich tun soll. Polizei! Oben auf der Party. Was? Kitty, komm, jetzt geh wir. Razzia! Zum Glück habe ich die Kasse gerettet. Was ist denn los? Dreimal dürfen Sie raten. Die Polizei ist hier, um nach Speed und seinem Täschchen voller Träume zu suchen. Was hast du denn erwartet, ha? Ja, aber doch nicht, dass die Polizei vor Speed da ist. Irgendjemand muss ihnen eine Typ gegeben haben. Wenn ich den erwische. Kitty, komm, wir können Mr. Kessler nicht länger warten lassen. Aufmachen, Polizei! Polizei? Hier? Was ist das? Das ganze Haus ist verseucht. Ich werde es diesen Kerl zeigen. Ich rede kein Wort mit ihm.
viele? Das ist ja wie bei der Polizeisportfest. Wer ist der Wohnungsinhaber? Erklären Sie mir nicht, dass Sie mich nicht mehr kennen. Ach ja, der Bildhauer. Mit Au. Hausdurchsuchungsbefehl. Wo ist das Bad? Dort. Und von mir aus brauchen Sie auch gar keinen Befehl, um es zu benutzen. Wir benutzen es nicht, wir inspizieren es. Ah ja, das haben Sie auch mit meinem Badezimmer gemacht. Inspizieren. Chin, Bub, Krach. Wenn mein Bad hier wäre, Ruhe. Danke. Sam. Haben Sie noch andere Räume? Ja, dort, wo ich schlafe. Bett. Da, da! Hören Sie das? Also, wenn mein Mann da wäre... Ruhe! Haben Sie ein Telefon? Komm, Kitty, wir gehen. Ah, Sie sind auch da. Mein Name ist Dexter. Wir wollten gerade gehen. Gewiss, nachdem das Malheur passiert ist. Sie wollten telefonieren? Ja. Heißer Draht. Also, wenn mein Mann da wäre, dann müssten wir jetzt alle ins Gefängnis. Wegen unseres Protestes gegen die Verletzung unserer bürgerlichen Rechte durch polizeiliche Brutalität. Ja, jetzt klagt den Lieutenant bitte. Mein Mann, Rick, ist fabelhaft im Protestieren. Wollen Sie bitte etwas ruhiger sein, Fräulein? Sie werden Sie nicht unverschämt zu mir. Sie, Großmaul! Ich habe ja den Mann in Washington. Ja, Lieutenant, hier ist Clark. 7J ist Quatsch. Ja. Bad! Bad! Ja. Untersuchen Sie diesen Raum. Ist recht. Hey! Hey! Nein, nein, ist niemand erschienen. Nein, wir haben auch keinen einzigen Süchtigen entdeckt. Nein, nein, ich sehe keine Festnahme. Siehst du, Kitty, wir können gehen. Nein! Also bitte, ja? Unter diesen Umständen möchte ich auch den Arrestwagen nach Hause schicken. Lieber gehe ich ins Gefängnis, dort werde ich freier sein. Sie wollen sich endlich die Klappe halten? Nein, natürlich nicht Sie, Lieutenant. Nein, nicht Sie. Kitty, du hast mir doch gesagt, Sie sind wie ein Kind, das sich gerade an den Rockzipfel klammert, der es abschütteln möchte. Oh, Jerry hat recht, du bist ein Kind. Wer gibt dir das Recht, den Menschen zu schulmeistern, der deinen Unterhalt bestreitet? Wer zahlt dir die Kleider, die du trägst? Wer gibt dir jeden Cent, den du bei dir hast? Ein Kind? Ach, Mami, wie kannst du nur vor den Leuten? Und wer hat ein Benefiz veranstaltet, um einen Süchtigen und Kuppler wie Speed mit ihrer Tochter zusammenzubringen, obwohl ich sie gewarnt habe? Und wer hat die Polizei verständigt? Sie soll dort oben eine Razzia veranstalten und alles festnehmen, damit ich Kitty herausholen und unter meine Aufsicht stellen lassen kann? Julia. Oh, Mami. Zum allerletzten Mal, Leute. Herr Wachtmeister, sagen Sie ihnen doch, wer angerufen hat. Worauf sind Sie so stolz? Solche Tipps wie Ihre werden diese Stadt bankrott machen, Miss Dexter. Ja, Lieutenant, ich warte. Miss Dexter! Was denn? Sie haben die Polente? Aber ich bin ein Kind. Ich habe Jahrzehnte mit mir gelebt und weiß nichts über mich. Sie kennen mich einen Tag und wissen alles über mich. Sie... Ist recht, Chef. Oh, ich hasse dich, Mami. Hörst du mich? Ich bin nicht taub. Ich habe dich immer gehasst. Ich habe dich nie geliebt. Du interessierst mich nur, weil es mich ärgert, dass ich zwar ein großes, erfolgreiches Restaurant führen kann, aber nicht so ein kleines Miststück von einer Tochter. Ist recht, in Ordnung, Chef. Du bist! Hallo, hallo, hallo. Wenn meine Tochter so zu ihrer Mutter reden würde. Sie ist nicht meine Tochter, Herr Wachtmeister. Ich möchte nicht einen Fratzen wie den da zur Tochter haben. Ich verachte sie. Du verdammte Bestie! Hör auf! Sie haben meine Tochter geschlagen? Hallo, Madam. Nein, nein, nein. Gute Nacht. Madam, hör zu doch auf, Madam. Sie haben mein Baby geschlagen. Madam, los, Jack. Meinen Sie doch bitte. Hör auf jetzt. Madam. Mach da! Los, Arrestwagen! Oh, ich breche sie meinen Mutter los! Hol sie um! Ich will mein Baby loslassen! Polizeibrutalität, typisch! Kosaken! Sie stehen unter Arrest wegen tätlichen Angriffs auf ein
Halt! Bleiben wir doch hier! Lassen Sie mich los! Das ist meine Mutter! Mutter! Da ist die Frau, die ich liebe! Ach, Liebe, Liebe! Was wissen Sie von Liebe, Sie Amateur? Sitzt da und lässt die Welt nicht rein! Mami! Ich rufe jetzt bei der Bahn in Washington an! Hallo, gehen Sie aus der Leitung? Ich brauche Washington. Was? Eine Nachricht für Mrs. Dexter? Mrs. Dexter ist beschäftigt und ich trete jetzt das Zeug auf. Da will jemand eine Nachricht für Mrs. Dexter. Hallo. Hallo, was? Wer? Ach, Walter. Aha, im Restaurant ist alles in Ordnung. Gut, ich werde Sie ausrichten. Hallo. Tja, jetzt sind wir endlich da. Es tut mir entsetzlich leid, dass wir so spät dran sind, Mr. Landmann. Aber wenn Sie nur wüssten, was wir für einen Tag hatten, so hektisch. Ich meine, wenn Sie nur wüssten, wie wir euch Künstler beneiden um eure heitere Losgelöstheit und Ruhe. Nicht wahr, Richard? Ich meine, wenn Sie nur wüssten... Dicky, was hast du wieder hinter meinem Rücken gemacht? Hallo. Was? Rückgespräch. Ein Augenblick. Los, da ist auf, denn. Bin schon gestern aufgestanden. Es ist Speed. Speed? Wo? Rückgespräch. Memphis. Ja. Ja, ich zahle die Gebühren. Hallo. Speed, Junge. Was machst du denn in Memphis? Du solltest doch hier sein auf deiner Party. Was? Er ist in die falsche Maschine eingestiegen. Wie viel braucht der Kaution, hä? Kaution? Also ehrlich, Jerry, du kannst auch nur das eine denken. Speed, willst du hören, was Jerry eben die Frechheit hatte, mich zu fragen? Wie viel braucht er Kaution? Was? Was? $30. Hey, ich habe ja die Party vergessen. Speed, Junge, du hast Geld. Wir haben dir zu Ehren gestern ein Benefiz veranstaltet. Ja, ich weiß noch nicht, wie viel, ich hab's noch nicht gezählt, aber Junge, du bist reich. Speed, wir hatten eine Razzia gestern hier. Ja, ja, ich such's ja schon. Speed, willst du meine Fuge hören? Die ist jetzt fertig. Was? Ja, schon gut, ich werd's schon finden. Du wirst es nicht finden. Es ist ausgeliehen worden. Ausgeliehen? Moment mal, Speed. Jerry. Von allen hinterlistigen, niederträchtigen, gemeinen... Ja, schau mal da hinaus. Ich mag aber da nicht hinausschauen. Während ich nach einer entsetzlichen Nacht in einem todesähnlichen Schlaf da liege. Meine Güte. Ja, Speed, ich höre. Hey, Stash, komm runter! Oh Gott, Jerry, weißt du, was auf den Plakaten steht? Befreit Julia Dexter. Du, Speed, hör mal zu, ich habe deine Moneten noch nicht gefunden, aber sei ganz ruhig, es gehört alles dir. Eine Minute noch, Speed. Hey, Jerry, komm mal her. Guck mal, weil da auf dem Feuerwehrhydranten steht und alles dirigiert. Rick, Alins Mann, was sagst du denn dazu? Hey, Stash! Ruhe, ich habe ein Ferngespräch. Los, komm, du marschierst mit uns zu Frauengefängnis und wir demonstrieren direkt vor ihrer Zelle. Was denn ich? Diese Person hat doch die Polente absichtlich per Telefon. Hör mal, hast du die Morgenzeitungen nicht gelesen? Da, Mutter aus Jersey City in Haft wegen Angriff auf Wachtmeister, nachdem er Tochter schlägt. Jerry, schau dir die Bilder an.
Julia Dexter umarmt Tochter durch Eisengitter. Er schlug mein Baby, schluchzt Jersey Restaurantbesitzerin. Hier. Bringen wir Kinder zur Welt, damit sie von Exekutive zusammengeschlagen werden. Warum müssen unsere Fortsetzung Seite 4? Kinder alle Opfer bringen. Warum lassen wir unsere Teenager leiden? Warum kreuzigen Eltern junge Generation? Fragt verhaftete Mutter. Rick war gerade vor dem State Department auf Posten, als ich mit meinem Anruf zu ihm durchkam. Er ließ alles liegen und stehen und flog mitten in der Nacht hierher. Da unten ist er, siehst du? So. Jetzt habt ihr alle den Abzug mit den Instruktionen gekriegt und das Blatt mit den nummerierten Texten. Hör ihm zu, es klingt so schön. Wenn nicht, so hebt ihr recht und ich geb sie euch. Er ist noch nicht einmal im Bett gewesen. Hey, hey Kitty, komm herauf und bring ein Plakat mit, aber schnell. Psst, alles ruhig sein. Ist alles ruhig sein. Während wir zum Frauengefängnis marschieren, singen wir die Nummern 1, 2, 3 und 4. Psst. Sobald wir vor Mrs. Dexters Zelle zu demonstrieren anfangen, singen wir, wir werden sie vernichten. Psst. Ist das klar? Ja! Ja! Wenn ihr die Worte nicht wisst, summt mit. Irgendwelche Fragen? Nein! Nein! Schön. Probieren wir Nummer 1. Los! Lass Julia Dexter frei! Lass Julia Dexter frei! Lass Julia Dexter frei! Nieder mit Polizeibrutalität! Sehr gut. Verrückt! Die letzte! Hey, Stash, komm! Du marschierst mit uns! Was denn ich? Natürlich, schließlich hast du dafür bezahlt! Ach so, na ja, dann. Was? Ich hab bezahlt? Moment mal! Willst du damit sagen, dass du Speeds Geld geklaut hast? Stash, du bekommst keine Plakate und Spruchbänder umsonst. Gewalt zumindest nicht mitten in der Nacht! Speed, ich weiß jetzt, was mit deinem Vermögen passiert ist. Es ist geklaut worden von dieser da. Wie heißt sie nur? Ali, tut mir leid, aber Stash muss jetzt mit uns demonstrieren gehen! Nummer 2! Wenn du dir einbildest, dass ich für diese Person demonstriere, dann hast du dich aber getäuscht. Ah, ich denke auch. 1, 2, 3! Lass Julia Dexter frei! 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 Meine 3 Minuten sind um! 2, 3! Lass Julia Dexter frei! 1, 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 2, 3! Lass Julia Dexter frei! Das ist der Jerry. Nach der Protestparade bin ich schon besetzt. Ich trete in einen Hungerstreik im Fernsehen auf Kanal 13. Tja, bis meine Mutter draußen ist. Und dann gehe ich mit ihr nach Hause. Leben Sie wohl, Jerry? Leben Sie wohl, Kitty. Was mir nur leid tut, ist, was ich gesagt habe, wegen der alten Weiber, denen Sie den Hof machen. Das ist schon in Ordnung. Nein, das ist es eben nicht. Denn jetzt, wo ich alles überdenken kann, finde ich, dass Mama zu jung für sie ist. Bye, Jerry. Bye, Kitty. Ich komme um meinen Koffer. Im Schlafzimmer. Bemühen Sie sich nicht, ich hole ihn mir selbst. Hat sie freigelassen? Der Richter sagte, dass er diese Art von Publicity gar nicht gern hat. Und so ließ man mich aus der Hintertür heraus. Haben Sie Kitty gesehen?
Ja. Hat sie Ihnen gesagt, dass sie nach Hause kommt? Sie starrte einen jungen Mann an, der auf einem Feuerhydranten stand. Sie hat mich nicht gesehen. Das war Rick, Arlins Mann. Ich sehe, die heilige Johanna ist wieder da. Würden Sie sie verkaufen? Sie haben sie dafür bezahlt. Sie gehört Ihnen. Heute Nacht hat man mich mit zwei Prostituierten und einer Frau, die ihren Lebensgefährten mit einem Fleischermesser behandelt hat, in eine Zelle gesperrt. Dort wurden Dinge gesagt, die man in keinem Familienrestaurant hört, auch in der Küche nicht. Plötzlich wusste ich, dass Sie recht haben, Jerry. Ich bin ein Kind. Ja, Sie haben Ihren Koffer. Noch etwas? Und danke für alles, was Sie für mich getan haben. Ich versuche zu arbeiten. Ich bin keine wirkliche Witwe. Mein Mann verließ mich, als ich schwanger war. Er hat mir erklärt, dass er sein Leben nicht an ein Nichts wegwerfen wolle. Sie sind der erste Mann, der mir das Gefühl gegeben hat, dass er sich geirrt hat. Nicht, weil Sie mir gesagt haben, dass Sie mich lieben. Das habe ich schon öfters gehört, aber nicht sehr darauf Acht gegeben. Nein, wie Sie diese Statue da von mir gemacht haben, da habe ich begonnen, mich zu fühlen, als ob ich jemand wäre. Danke. Gerne geschehen. Wie alt sind Sie? 39. Eigentlich kein so großer Unterschied, wenn man sich's überlegt. Nein. Könnten Sie in Jersey City arbeiten? Als Bildhauer? Ich könnte überall arbeiten. Warten Sie, bis Kitty das hört. Was hat Kitty damit zu tun? Sie wird Ihnen eine gute Ehefrau sein. Wirklich. Kitty? Ja, sie liebt sie. Sie hat mich eben heruntergemacht, so tief es ging. Das ist nur eine neue Strategie. Sie gerät mir nach. Hartnäckig. Ihr könntet den ganzen Tag Statuen machen und braucht euch nicht wegen des Geldes quälen. Walter kann das Restaurant tadellos führen, sobald ich ihn nicht mehr überwache und ich gehe. Wohin? Wohin werden Sie gehen? Zuerst werde ich meinen Ex-Gatten finden und ihm zeigen, wer ein Nichts ist. Dazu brauchen Sie mich. Und dann werde ich mich in der Welt umschauen und hier sehen, was außerhalb des Gastgewerbes passiert ist. Hier ist Ihre Welt. Wenn Sie davon restlos sind, werde ich hier sein, genau hier. Bitte. Adieu, Sir. Gute Reise. Sie haben ein Horn da unten. Und wir werden zu meiner Fuge marschieren. Sieh mal, wie ich angezogen bin. Keine Schuhe. Kinder, seht sie euch an! Eins, zwei, drei! Lass Julia Dexter frei! Eins, zwei, drei! Lass Julia Dexter frei! Eins, zwei, drei! Lass Julia Dexter frei! Lasst Julia Dexter frei! Lasst Julia Dexter frei! Lasst Julia Dexter frei! Lasst Julia Dexter frei! Eins, zwei, drei! Lasst Julia Dexter frei! War da wer?